Mangel versus Überfluss. Das sind zwei Konzepte oder zwei Lebensstadien. Entweder man lebt in gewissen Bereichen im Leben im Mangel oder man lebt in diesen Bereichen im Überfluss. Und das hat sehr viel Auswirkung darauf, wie wir uns verhalten. Wenn wir zum Beispiel 100 Euro haben und diese 100 Euro jemandem geben wollen, haben wir keine Angst, zu diesem Menschen hinzugehen und zu sagen, hey, hier, 100 Euro. Weil wir wissen, dass wir jetzt metaphorisch auf dieses Geld übertragen, etwas haben, was der andere will oder gerne hätte, was ihn glücklicher, was ihn erfüllter macht. Und das Geld ist jetzt nur sozusagen ein Platzhalter für Emotionen, gute Gefühle, Anerkennung, Liebe, das, was wir eben zu geben haben. Wenn wir uns aber im Mangel fühlen, gerade auch bei diesen emotionalen Dingen, wenn wir denken, wir sind nichts wert, wir können keinen Mehrwert geben, den der andere bereichert, dann haben wir Angst, auf andere zuzugehen und mit anderen zu interagieren. Dann denken wir, wir wollen 100 Euro, wie die Bettler, die dann hingehen und sagen, hast du Geld für mich? Und dann fühlen wir uns unwohl, haben Angst davor und fragen uns, was habe ich diesem Menschen zu geben? Ich will doch nur etwas bekommen. Und das mit dem Geld ist ein schöner Vergleich, weil eigentlich geht es nicht um Geld. Eigentlich geht es um, wie gesagt, Anerkennung, Liebe, Emotionen. Und wer trifft uns am stärksten, wenn wir denken, dass wir nichts zu geben haben? Wo werden die größten Ängste heraufbeschwört? Das ist in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Das heißt, dieses 100 Euro geben, 100 Euro nehmen, kann man auch sehr stark auf Beziehungen anwenden oder auf Mann-Frau-Beziehungen. Fühlt sich eine Frau nicht wertvoll genug oder fühlt ein Mann, dass er nichts zu geben hat? Also hat er in seinem Leben seinen Lifestyle nicht so etabliert, dass er weiß, er hat das gewollt und er hat das getan und er kann sich selbst vertrauen, dass wenn er sich etwas vornimmt, er es auch schafft und somit können ihm auch die anderen Menschen und auch die Frauen vertrauen. Er hat sozusagen etwas zu geben. Warum soll ein anderer Mensch dir vertrauen, wenn du dir nicht selbst vertrauen kannst? Wenn du nicht selbst sagen kannst, okay, ich nehme mir jetzt etwas vor, ich weiß, dass das richtig ist für mein Leben, aber ich schaffe es und schaffe es und schaffe es nicht. Dann ist klar, dass da kein Vertrauen in einen selbst ist. Und dann denkt man, was habe ich bitte zu geben? Dann hat man Angst davor, andere Menschen anzusprechen, anderen Menschen etwas zu zeigen von sich, weil man denkt, dass diese Menschen denken, dass du etwas von ihnen bekommen willst, weil du eben nichts zu geben hast, weil in dir eine Leere ist, die aufsaugt und nicht eine Fülle, die ausstrahlt sozusagen. Und das Konzept ist so, so wichtig und es hat nicht nur was mit Geld und materiellen Dingen zu tun, überhaupt nicht. Das hat mehr mit der inneren Stärke zu tun, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir uns abkoppeln von den äußeren Dingen, dass wir einen tiefen Frieden, ein tiefes Vertrauen in uns selbst haben. Und nur so können wir angstfrei und erfüllt mit anderen Menschen interagieren und auch Beziehungen eingehen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also nochmal diese Metapher. Wenn du zu jemandem hingehst, dem du 100 Euro geben willst, da denkst du nicht nach, ob der sich jetzt gestört fühlt dadurch, wenn er zum Beispiel irgendwas gerade tut. Da gehst du hin, gibst du ihm, weil du weißt, du hast ihm etwas zu geben, was für ihn einen Wert hat. Wenn du diese 100 Euro von ihm willst, dann machst du dir Gedanken und Gedanken und Gedanken und traust dich nicht, weil du etwas von ihm willst. Du willst aber etwas geben und das auch in emotionaler Hinsicht. Also, das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.